Hallo, ich bin Elke. Mein kleines Reich hier bei PEX ist halt die Speisekammer. Auch wenn das Wetter draußen gar nicht so aussieht zurzeit, aber es wird Frühling. Das heißt, wir gehen wieder mehr raus, der Hund kriegt mehr Bewegung, weil das ist bei einigen garantiert über Winter auch so ein bisschen weniger geworden. Weil zum Teil liegt es am Zweibeiner, zum Teil liegt es aber auch am Hund, der keine Lust auf das Wetter hat. Folge davon ist, einige werden vielleicht ein bisschen schneckiger. So, das gilt es jetzt natürlich wieder zu beenden, zu ändern. Erste Möglichkeit natürlich ist, klar, Bewegung. So, das zweite ist, wenn man es darüber nicht so ganz in den Griff kriegt, dass man einfach teilweise die Futtersorten, die man gibt, umsteigt. Das heißt, dass man ruhig zwei, dreimal die Woche irgendwas gibt, was ein bisschen weniger Fettgehalt hat. Känguru zum Beispiel, Strauß oder Wachtel wäre eine Alternative an reinen Fleischsorten oder aber auch den Wellness-Mix bzw. den Fitness-Mix. Damit reguliert sich die Geschichte eigentlich ziemlich schnell von alleine. Die Hauptsache eigentlich ist aber, dass man das Gewicht des Hundes das ganze Jahr so ein bisschen im Auge behält. Wichtig ist, die Rippen, die sollen tastbar sein. Also nicht hervorstechen, auch nicht nur zu erahnen, sondern wirklich tastbar sein. So, wer sich da jetzt ein bisschen unsicher ist, der stellt seinen Hund einfach regelmäßig auf die Waage. Am besten ist, man nimmt einen festen Tag, dass man das zum Ritual macht und guckt eigentlich, wohin die Reise geht. So, wird er weniger, kein Thema, man erhöht die Futtermenge bzw. gibt den Energiemix dazu zum Beispiel. Energiemix Rind, Energiemix Lamm oder man füttert den Powermix bzw. den Diensthund. Der ist ein bisschen hochkalorischer, um das wieder auszugleichen. Das Wichtigste ist eigentlich, dass man aufpasst, dass der Kleine nicht zu rund wird, weil da hat man ganz schnell Herzprobleme, die Kondition, die Gelenke, es wird alles unnütz belastet. Solltet ihr, was die Futtermengen angeht oder allgemein die Fütterung, unsicher sein oder nicht sicher sein, hat mein Hund jetzt zu viel oder zu wenig, sprecht es mit eurem Tierarzt durch oder mit eurem Tierheilpraktiker und dann seid ihr da auf jeden Fall auf der sicheren Seite.